Wollte ich nicht eine Diamantentour machen? War es das jetzt schon? Das kann's doch nicht sein. Wo sind die Tiere geblieben? Wurden die von Füchsen gerissen oder sowas? Vier Schweine. Drei Kühe. Krabben. Ein Hund, der nicht getamed ist. Nee, der ist nicht getamed. Wo sind die ganzen Tiere hin, frage ich mich. Ob das mit der Mo Creatures zusammenliegt? Hängt? Liegt? Sehr merkwürdig. So, auf jeden Fall, wir haben... Also gehe ich erstmal. Ich gehe mal außen rum. Pass auf, ich schnapp mir jetzt das Pferd und dann gehen wir mal da rüber. Dann bauen wir noch mal ein bisschen Weg und dann können wir mal gucken. Ich sollte mir auch Wolle schnappen eigentlich. Wenn wir schon mal hier sind, dann schnapp ich mir auch mal die Wolle. Das können wir auch alles drüben in einen Kasten legen. Wir brauchen das eben eh drüben für die Baustelle. Dann können wir da schon mal eine kleine Bauvorbereitung machen, was schon längst hätte passieren sollen. Und ich sehe gerade im Windowed Mode, da ist das irgendwie nicht so flüssig wie sonst. Also sonst ist gut, die letzten zwei Folgen immerhin. So, pass auf, den Scheiß schmeiß ich mal... Was willst du denn? Ich höre irgendwo einen Schleim tapsen. So, Feder weg, rohes Hühnchen weg, das Ding weg. Rohes Schweinefleisch. Ach, die sind aber vom Eber, die wir mal gerissen haben. So, so, so. Und Holz. Nehmen wir auch nochmal ein Stack mit. Cleanstone kann theoretisch auch nicht schaden, wenn wir vielleicht noch ein Stack mitnehmen. Ist jetzt nur die Baustellenvorbereitung und ganz ehrlich, nee, die ziehe ich jetzt erstmal nicht an. Den Diamanthelm kann ich anziehen, der ist enchanted, aber das andere Ding... Die Hose, ja, da muss ich leider mit freiem Lümmel durch die Gegend laufen, das geht nicht anders. Das ist aus sehr technischen Gründen. Warum haben sie keine Hose an? Technische Gründe. Ich muss meine Jeans noch verzaubern. So, wir machen die Reise auf jeden Fall noch. Huch. Wir machen unsere kleine Höhlentour auf jeden Fall noch. Jetzt bringe ich erstmal ein bisschen Baustoff rüber, einfach von später. Dann können wir da was Schönes in die Höhe ziehen. Und da hinten wollte ich den Wald noch erweitern. Ach Mensch, es gibt noch zu viel zu tun. Verdammt. Zu viel für einen allein eigentlich. Was mich eigentlich schon wieder auf Ideen bringt. Zu viel für einen allein. Huch. So, hier bleibt ja Erde. Und da hinten hau ich erstmal die Cleanies hin. So, wie mache ich das hier so? Was ist das? Huch? Wie kommt denn die Wolle dahin? Bestimmt jemand ein Schaf gerissen. Ist es so besser? Nee, ne? Die ganzen Wildtiere erlegen ja auch Schweine und so. Sind da vielleicht unsere Vorräte sozusagen dezimiert worden? Da muss ja nur ein Tier Amok laufen im Stall, dann ist ja der halbe Stall schon leer. Alter, steht der Bär auf dem Schwein? Was ist das für eine perverse Nummer, Freunde? Die Bremer Stadtmusikanten von hinten, oder was? So, huch, da mach ich weg, da mach ich weg. Totgefickt. Entschuldigung. Hat sich gerade so angeboten. Aber ernsthaft, greifst du mich auch an? Willst du dich auch an mir reiben? Dann reibe ich aber mit, Freund.
Gut, der ist lieb. Zumindest zu uns. Aber sonst bringt er ja alles um. Unfassbar. So, dann mache ich mal hier den Weg noch hier hin. Ja. Na du alter Klepper. Kann ich dir Kartoffeln schenken? Ich kau dir einfach einen vor. Kein Problem. Okay, Kartoffeln nimmt er nicht. Wahrscheinlich Möhren. Ich würde hier gerne natürlich mit dem Weg noch etwas bezwecken. Na, Berli? Huch, neue Schweine. Ich würde mir auch gerne eine Art Haus bauen. Punkt. Ne, eine besondere Art Haus würde ich mir bauen. Das schwebt mir schon seit längerem vor. Huch. Also wir haben uns jetzt ganz viele, wir haben uns da jetzt schon ganz viele Sachen gebaut und so weiter und so fort. Wir bauen uns hier eine tolle Fantasy-Welt, das ist natürlich auch alles super und tralala. Was wir uns aber noch nicht gebaut haben, ist einfach eine Art eigener, richtiger Basis, die wir auch konsequenterweise ausbauen. Wir haben zwar das Lagerhaus auf der, im Dörfchen, aber wir müssen jetzt immer wieder zurück ins Dörfchen laufen, was eigentlich gar nicht so richtig unser Dörfchen ist. Also wir wohnen da ja nicht, also wir haben schon ein Bauernhaus da, aber vielleicht gehört das auch wem anders. So, ne, ich überlege halt nur, ob wir uns nicht... Ach süß, der dann jung ist, da gehe ich mal lieber. Ich überlege halt schon seit längerer Zeit, ob wir uns nicht selber auch so ein eigenes, richtiges Haus bauen mit allem drum und dran, wo ich so ein paar Ideen gerne noch umsetzen würde, die ich habe. Mit so einem kleinen, na sagen wir mit so einem Innenhof, den ich mir, der mir so vorschwebt, den ich die ganze Zeit schon umsetzen will, aber irgendwie nicht dazu komme, weil ich ständig irgendwas Neues anfange. Und jetzt würde ich das natürlich auch wieder neu anfangen, neben dieser Stadt hier, neben da hinten, neben dem Wald und so weiter und so fort. Zu viel für einen allein. Und das ist eine Sache, das würde ich echt gerne mal machen, aber ich weiß auch nicht wann, ich weiß nicht wo. Wo ist ein Derpy? Oh nein, sag mir nicht, dass Derpy hier jemandem zum Opfer gefallen ist. Jemandem. Schnauze, du wirst mich nicht angreifen. Oh nein, Derpy. Greif doch mal den Bären an, du kleines Ding. Ach, das ist ein Schaf. Ist schon süß, so irgendwie verspielt ein bisschen, ne? Oh, putzig. Schade, dass der Käfer sterben muss. Aber lustig, dass die Jungen uns nicht angreifen. Glaube ich. Oh nein, da hat's Derpy. Ach Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein. Und wir haben einen fetten Bären im Stall. Im Hosenstall natürlich. Was? Ich gehe ja schon. Och nö, Derpy. Derpy. Ich hätte es auf der Brücke lassen sollen. Ich hab's genau gewusst. Derpy. Alter, das arme Ding ist ja nur am Dauersterben. Oder hat es sich wieder da hinten irgendwo in Sicherheit gebracht? Ich glaube ja eher nicht. Schnauzeratte, ich kenne deinesgleichen. Achso. Ding dong, ding dong. Keine Derpy. Oh nö. Aua, nö. Manno. Okay, ich wollte ja noch die ganzen Sachen in die Kiste legen. Wo wir natürlich immens viel Platz haben, aber ganz ehrlich, was soll das denn hier? Was ist das denn für Scheiße hier drin? Genau, nehmen wir die Scheiße lieber mit. Ist ja viel sinnvoller. Hier der ganze Mist. Kies lasse ich auch mal hier. Und natürlich Cleanies. Was haben wir hier noch, was wir nicht unbedingt brauchen? Jetzt habe ich natürlich Cleanies in der Tasche.
Ich habe Klinis in der Tasche. Ganz viele Klinis in der Tasche. Erde können wir brauchen, aber Klinis sind eigentlich wichtiger als Erde. 64 Erde schmeiße ich jetzt einfach weg. Nee, habe ich ja wieder aufgenommen gerade. Och, Derpy. Och, nö. Ich wusste, ich hätte auf der Brücke landen sollen. Manu, das tut mir voll leid. Arme Derpy. Immer kriegt sie auf die Schanuze. Ja, ich glaube, das möchte ich. Ich möchte mir tatsächlich auch mal eine eigene Festung bauen. Ein eigenes Häuschen, was wir konsequent weiterbauen. Wir bauen jetzt zwar eine schöne Fantasy-Welt. Das ist eine tolle Sache, aber ich hätte gerne wirklich auch mal... Ja, so was anderes halt. So was ganz Typisches, was man sich natürlich da hinbaut. Weil ich habe letztes Mal noch drüber geredet und so gesagt, ja Mensch, und das baut man sich ja eh immer und tralala. Aber im Grunde genommen ist es genau das, was uns hier eigentlich noch fehlt. Wir haben ein tolles Dörfchen, wir haben einen super Wald, wir haben bald ein zweites Dörfchen, wir haben eine Erntemaschine, wir haben Mühle, wir haben irgend so ein komisches Strandhaus, was wir mal angefangen haben, in der allerersten Folge. Wir haben hier irgend so ein Berghaus, womit man nie richtig zufrieden war. Aber wir könnten ja mal von null auf eigentlich auch mal eine richtige eigene Festung bauen, mit allem drum und dran, und die dann tatsächlich immer noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich weiß noch nicht genau, wohin... Was ist das denn? Eine Rose. Mahnmal. Das wäre eine Sache, die wäre zu überlegen, und ich wüsste auch schon, wo wir das machen können. Da gehe ich mal ganz kurz schlafen, da könnten wir eigentlich mal ganz kurz hinfliegen. Natürlich mit... Ich bin gemacht, ich immer will. Ja, muss ich wirklich gähnen? Was macht denn das Pferd da? Nimm den Kopf aus dem Haus. Dummer Zossen. Naja, dann wollen wir mal wieder Ponybiken. Huch! Hallo! Aua! Tschüss. So, da bin ich mal gespannt. Ach, haben wir ein Glück. Ach komm, das Ding behalten wir jetzt mal. Ich will jetzt mal ganz kurz nochmal eben schauen. Waypoints. Megaminenschlucht off. Und dann mache ich mal... Erstmal natürlich. Ich weiß immer noch nicht, wie das Dorf heißt. Ich brauche hier noch einen Namen für das Dorf. Ich nenne es mal... Alphasien. Keine Ahnung, weil es aus der Alpha-Version kommt. Hört sich jetzt doof an. Hört sich mehr an wie ein Land oder so. Oh, das Lied im Hintergrund kenne ich. Im Exil mache ich mal aus. Und dann mache ich mal ganz kurz einen Neuanfang. Ach komm, Alphasien mache ich auch mal an. So. Back. Exit Menu. Und dann fliegen wir einfach mal so durch die Welt. Und denken zurück daran, was in diesem Jahr geschehen ist. So schnell kann's gehen. Und wieder ein Jahr weiter. Wieder einmal fliegen draußen die Böller. Die Raketen explodieren. So, als hätte Schwarzpulver stets den Menschen nur Freude bereitet. Und wieder einmal haben wir ein Lächeln in den Gesichtern und vertragen uns mit den Menschen, mit wenn draußen feiern. Uns gegenseitig in den Armen liegen, das neue Jahr feiern. Obgleich wir dies eigentlich jeden Tag tun sollten. Uns mit anderen Menschen gut verstehen, uns gegenseitig in den Armen liegen, so als wären wir tatsächlich eine einzige Spezies und nicht zerrüttet von irgendwelchen verschiedenen Glauben, von verschiedenen Überzeugungen, verschiedenen Hobbys, lalala.
Obwohl jeder Mensch, genauso wie du, hat jeder andere Mensch das Recht, seinen eigenen Glauben zu haben, seine eigenen Überzeugungen, seine eigenen Vorlieben. Die einen gucken lieber Fußball, die anderen gucken Let's Plays, die anderen begeistern sich für Kochen, die nächsten für Brettspiele. Es ist doch jedem sein eigenes Pläsierchen. Was geht es denn uns an? Und vor allen Dingen, warum nicht lieber an solchen Hobbys teilhaben, um unseren Horizont ein bisschen zu erweitern? Warum nicht lieber davon lernen, um für uns vielleicht noch irgendwas davon mitzunehmen? Warum uns nicht für die anderen freuen über Dinge, die ihnen Freude bereiten? Warum Dinge neiden? Warum Dinge irgendwie schlecht reden müssen? Guck dir den mal an, wie der schon aussieht. Dieser Laffel. Na gut, beim Bachelor kann man das sagen, aber sonst... Obwohl, nee, der ist ja immer super hübsch, einfach super hübsch. Ja. Nee, ganz kurz, weil das Musik erinnert mich immer an den Silvesteransprachen.